Ihnen auch viel Tschüss. Erfolg und Spaß. In der Mitte sind Eier, die unsere Tochter bemalt hat. Wenn ich in die Schule gegangen bin, da musste ich an den Fliederstrauch vorbei. Und der Fliederstrauch, der war zur Osterzeit mit Eiern beschmückt, so circa 100 Stück. Und das war mein Aufhänger. Ja. Nie mehr dran gedacht. Aber als ich dann Kinder hatte, ja, da kam mir der Gedanke wieder, ich hatte die Bäume hier ein paar Jahre vorher gesetzt, habe ich gedacht, jetzt kriegen die Kinder auch einen Eierbaum. Also wenn wir mal aufzeigen, bitte. Ist die hier alle? Hm. Ich habe sie auch nicht alle mit. Wir haben so viele. Ist das hier? Je dünner das Garn ist, umso länger brauche ich zum Häkeln. Und das dicke Garn eine reichliche Stunde umhäkel ich, aber die Perlen dann aufnähen, kommt drauf, die Menge auch drauf an. Hier zum Beispiel das eine, wo über 800, da brauche ich mindestens 2 Stunden. Ja, ach da, da ist der. Ja, dann nehme ich das Ei. Ich habe mit einfachen Motiven begonnen, mit Blumen, weil ich die Natur liebe. Ich bin hier aufgewachsen in den Garten, ich kenne die Tradition. Ich liebe Saalfeld, meine Heimatstadt. Und so fing das halt an, dass ich dann angefangen habe, Landschaftsbilder zu zeichnen von Saalfeld. Erst einfache, dann schwerere. Der Eier rausholen. Zur Genusszeit, aber ein vorzügliches Apfelmus. Die sind alle so schön, jedes auf seine Art. Also ich kann jetzt nicht sagen, das gefällt mir, dass die, ich meine, die Muscheleier sind schön, die Glitzereier sind schön, die mit den kleinen Perlen, das ist alles schön. Man kann jetzt nicht sagen, das ist das Schönste. MDR Thüringen.